Hallo Leute, ich bin Lou und heute stelle ich euch einen Wolf im Schafspelz vor. Wie ihr gesehen habt, geht es heute um den Floki Schiebdung Reserve. An dieser Stelle danke an Kirschwhisky für das Sample. Floki wird hergestellt in der Einberg Distillery in Reykjavik auf Island. So, wir machen heute also wieder einen Abstecher auf den zweitgrößten Inselstaat Europas. Ich habe von Floki bereits den Young Malt für euch verkostet. Also ein unter 3-Jähriger, der Schiebdung Reserve ist auch ein Young Malt, also unter 3 Jahre. Wenn ihr einen 3 Jahre alten Floki probieren wollt, empfehle ich euch den Single Malt. Der ist ein bisschen reifer, ein bisschen kräftiger als der Young Malt, aber trotzdem von der Note immer noch im Heu. Genau, das erwarte ich hier jetzt beim Schiebdung auch. Und natürlich eine etwas scharfige Note, weil das Malz über Schafmist gedarrt wurde. Zum Malz, Einwerk benutzt ja 100% isländische Gerste. Problem, die Gerste hat extrem wenig Stärke und dadurch muss fast die doppelte Menge für das Malz verwendet werden, wie sie das in Schottland machen. Genau, brennen tut Einwerk übrigens mit deutschen Brennblasen, das fand ich sehr witzig. Und das mit dem das mit dem Schafmistern, das kommt nicht unbedingt von Torfmangel. Ne? Also es ist traditionell so, dass Lebensmittel in Island mit Schafmist gedarrt werden. Es gibt aber auch Torf auf Island. Die Wikinger haben nach ihrer Ankunft aufgrund von Holzmangel angefangen, ihre Häuser aus Torf zu bauen. Ähnlich wie in Schottland, da gibt es auch Torfhäuser und 1/10 der Fläche von Island sind mit Mooren bedeckt. So, jetzt aber zu unserem Whisky. 47, ich guck nochmal. 47% Volumen, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert und gereift in Virgin Oak Barrels. Ist auf jeden Fall von der Farbe her, jetzt können wir ja schön die Farbe beurteilen. Ein saftiger Goldton, so dieses typische, wie muss Getreide aussehen, wenn es gerade so richtig im Saft steht. Es ist ja dann am Ende, wird das dann immer so ganz hell, wie das hier. Ist übrigens deutsche Gerste. Ne? Und da ist jetzt vom Geruch her natürlich diese, ich finde, das ist für Floki sehr typisch, diese sehr gerstige getreidige Note. So dieses, was ich bei den anderen als Heu beschrieben habe. Aber dann hat er sowas, ich glaube, und das kommt durch dieses Schafmist darin, weil ich das auch noch nie großartig gerochen habe. Also klar, ich weiß, wie Schaf riecht und ich weiß, wie Schafmist riecht. Aber ein Darren über Schafmist habe ich noch nie erlebt, noch nie gerochen. Man kennt ja den Unterschied zwischen Buchenholz, Darren und, keine Ahnung, Kohle auf dem Grill. Ne? Das riecht ja schon mal unterschiedlich, aber ich habe noch nie Schafdung angezündet. Und entsprechend weiß ich auch nicht, wie angezündeter Schafdung riecht. Für mich hat das einen sehr medizinischen Touch, also diese malzige, gerstige Süße. Und dann hat das was sehr, ja, medizinisches. Erinnert ein bisschen an den Torf von Lafroy, finde ich. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte es dramatischer erwartet. Also wenn ich manchmal so an Ziegenkäse denke und du beißt in diesen Käse und du hast das Gefühl, du hast gerade in die Ziege reingebissen. Das habe ich jetzt eigentlich auch erwartet, dass ich jetzt hier so richtig so gefühlt die Wolflusen auf der Zunge habe.
Aber es war angenehm. Also man hat so dieses Grasige war schon da und dominant, aber das hätte jetzt auch, na, so ein bisschen hinten raus hat es dieses Scharfige, also diesen Käseeffekt, dieses so ein bisschen, wie beschreibe ich das? Das ist so, naja, dann wird es so wie leicht trocken und muffig auf der Zunge. Muffig ist blöd, aber so dieses Dumpfe, dieser dumpfe Geschmack kommt so ein bisschen raus, dieser dumpfe Schafstall. So ganz, ganz, ganz dezent. Also ich muss wirklich an Schafe denken, um es wirklich als Schaf auch zu identifizieren. Und ansonsten war der halt schön rauchig, leicht pfeffrig, angenehm würzig. Dann dieses Grasige, das haben wir ganz am Anfang da. Es ist ein bisschen herber, nicht so süß wie bei den anderen beiden. Der Single Malt ist, finde ich, sehr süß, noch süßer als der Young Malt, aber es ist eine sehr angenehme Art und Weise. Aber der hier ist viel weniger süß, wirklich schon wie die trockene Gerste, so ein bisschen, als wäre da alles schon so ein bisschen raus, gedarrt, getrocknet, versteht ihr? Und genau. Und das Schaf kommt nur so ganz leicht im Hintergrund. Also ich würde, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es sich hier um Schafmist handelt, könnte ich nicht sagen, ob es über Schafmist oder normalem Holz oder normalem Torf. Na gut, über Holz ja, ne? Also ob es normaler Torf wäre oder ob es Schafmist wäre. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht liegt es auch daran, dass Torf in Schottland definitiv auch nicht vegan ist, aufgrund der Tatsache, dass es dort auch so viele Schafe gibt, die wahrscheinlich auch einfach mal auf ihrer Wiese verenden und sich dann da organisch mit einfügen in das Sediment. Na, also Torf ist definitiv nichts Veganes. Das tut mir jetzt leid für alle Veganer unter euch. Take mal raus. Zumindest der gepietete. Jetzt kommt so ein kleines bisschen mehr die Süße noch mit durch. Aber wirklich nur dezent. Hinten raus wird er ein bisschen herb. Hat so ein bisschen, ja, wirklich leicht das Schaf, merkt man, aber nicht extrem. Also er ist speziell vom Geschmack, so wie Floki immer speziell ist. Ist für mich jetzt kein Alle-Tage-Abend-Whisky. Es ist schon was Besonderes. Man muss sich auch mental auf den Geschmack von Floki einstellen. Und der Schiebdung ist nochmal eine Variation, eine andere Sichtweise auf den Floki. Aber ich finde ihn jetzt nicht dramatisch nur nach Schaf schmeckend. Er ist lecker, er ist interessant. Ich würde. Ich würde 3 Punkte geben, weil er ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht mein Lieblingsfloki. Das ist der Single Malt. Der ist, finde ich, schon sehr ausgereift, schon sehr weit im Geschmack für sein Alter. Und preis-leistungsmäßig kostet 50 bis 60 € die Flasche. Liegt daran, dass es das ist eine Underdog-Brennerei. Die ist sehr klein, das Batch ist sehr klein. Die haben es einfach mal ausprobiert, wie es auch bei den Leuten ankommt. Das ist ja auch immer was sehr Spezielles. Von daher gerechtfertigt. 3 Punkte für das Preis-Leistungs-Verhältnis von mir. Das war der Floki Schiebdung Reserve. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Slange! Und damit ihr auch ja keinen Whisky mehr verpasst, abonniert mich auf meinen Social-Media-Kanälen und schaut nochmal auf meinem Blog vorbei. Da findet ihr noch jede Menge mehr Infos zum Thema Whisky für euch. Und bis dahin, Slange!